Florina Marti, 2 Matches, 2 Siege. Wie schaust du als Captain auf die bisherige Heim-WM zurück? Ja, ich bin natürlich stolz, dass wir die 2 ersten Spiele haben können gewinnen konnten. Vor allem auch in der Art und Weise. Ich finde, wir haben als Team extrem Gas gegeben, einander mega unterstützt und natürlich auch die Unterstützung vom Heimpublikum können geniessen. Du sprichst gerade das Publikum an, die Stimmung in der Arena. Wie hast du die erlebt? Ja, es ist wahnsinnig. Es ist wirklich ein Highlight. Das erlebt man sonst so natürlich nicht. Auch ein Superfinale ist ja immer, sage jetzt mal, die Hälfte für dich und die Hälfte gegen dich. Oder ein paar ist es einfach auch egal, wer gewinnt. Und da ist es natürlich einmalig, dass wirklich praktisch das ganze Stadion hinter einem steht. Jetzt heute ist spielfreier Tag, da hatte ein Training. Auf was kommt es an so einem spielfreien Tag drauf an? Ja, sicher, um einfach ein bisschen zu bewegen, nochmal Sachen anschauen, Special Teams, aber natürlich auch erholen. Das ist auch etwas Wichtiges, mal aus dem Unihockey-Trott rauszukommen, mal ein bisschen ausbrechen aus dem Ganzen und einfach sonst miteinander eine coole Zeit haben. Jetzt morgen steht noch das dritte und letzte Gruppenspiel gegen Polen auf dem Programm. Wie schaust du dem entgegen? Ja, ich bin gespannt. Ich denke, wir werden wieder so auftreten wie jetzt, das Feuer mitnehmen können. Und darum habe ich das Gefühl, dass wir die Polen aus dieser Halle hauen werden.